Mein Briefkasten ist voll mit Post. Von der FDP, von den Grünliberalen, von der Mitte, von der SVP, von den Grünen. Und wer weiß, vielleicht komme ich auch noch Post über von der SP und der EVP. In der Schweiz wird gewählt und darum machen ganz viele Politikerinnen und Politiker Werbung für sich. Die Wahlen in der Schweiz, das ist dein Thema in der SRF Kids News. Schön, bist du mit dabei zu dieser politischen Sendung. In der Schweiz wird in 3 Wochen gewählt, das Parlament, also der National- und Ständerat. Zu den Wahlen habe ich dir gerade schon mal eine Quizfrage. Wie viele Politikerinnen und Politiker sind im Nationalrat? A. 46 oder B. 200? Die Antwort findest du in dieser Sendung heraus. Wenn Politikerinnen und Politiker zusammen diskutieren und nicht der gleichen Meinung sind, dann kann es auch mal laut werden. Das siehst du manchmal im Fernsehen, zum Beispiel in der Arena. Das ist eine SRF-Sendung, wo Leute aus der Politik miteinander diskutieren. Der Kinderreporter Simon, er war bei so einer Sendung dabei und hat von den Politikerinnen und von den Politikern wissen, warum sie denn streiten. Vor der Sendung ist die Stimmung noch entspannt. Die Politikerinnen und Politiker werden geschminkt und auch Simon darf kurz hinsitzen. Im Studio gibt es dann einen Schwätz mit dem Moderator, Sandro Brotz. Noch kurz das Studiolicht einstellen, die Kameras testen und los geht's. Aus der Regie beobachtet Simon die Sendung der Arena ganz genau. Es geht um Waffenlieferungen an die Ukraine und die Schweizer Neutralität. Und diese Themen werden hitzig diskutiert. Nein. Wenn wir das Kriegsmaterialgesetz so hätten, wie wir es wollen, hat der Bundesrat die Möglichkeit gehabt, zu handeln. Aber ihr habt das Handeln verhindert. Man kann das jetzt schon ausblenden, aber die SVP hat bis am Schluss alles versucht. Herr Pultz, für mich fühlt es sich manchmal so an, als ob es in der Politik manchmal her zu und her geht und man oft miteinander laut diskutiert. Warum ist das so und ist das auch wichtig? Ich glaube, anständiger Streit ist ganz normal und auch richtig in der Politik, weil es hat ganz unterschiedliche Wertvorstellungen, unterschiedliche Interessen. Und in einer Demokratie muss man die austragen und für das dass man diskutieren, manchmal auch streiten. Wichtig ist einfach, dass der Streit nie gewaltsam wird, dass er einigermaßen respektvoll bleibt und dass man am Schluss vielleicht auch einen Kompromiss oder eine Lösung findet. Herr Salzmann, warum gibt es manchmal in so Sendungen, dass Sie ein bisschen verrückt werden oder einfach laut werden? Weil man unterschiedlicher Meinung ist. Die einen die wollen die Schweiz bewahren, so wie sie ist, und die anderen die wollen lieber eben zum Beispiel der Europäischen Union beitreten. Und dann gibt es eben Differenzen. Und Differenzen müssen ausgefochten werden. Und das kann eben Schlagabtausch geben. Aber streiten, dass man hässig wird oder eine lange Wüste sagt, das passiert eigentlich selten bis nie. Hast du das Gefühl, dass wir laut werden in der Politik, Simon? Ja, manchmal schon. Dann ist es halt vielleicht wirklich, weil gewisse vielleicht sogar zu wenig Argumente haben, dann müssen sie lauter werden, weil sie das Gefühl haben, dann lassen wir ihnen immerhin mal einmal zu. Das ist eigentlich nicht der richtige Weg. Streiten ist dann noch viel schlimmer. Aber das gehört halt ein bisschen dazu, dass halt einfach die Emotionen auch bei mir manchmal ein bisschen höher gehen. Aber ich probiere schon und ich weiss, wenn man die Stimme ein bisschen tiefer hat, dann klingt das eigentlich viel seriöser, wenn die Stimme ein bisschen höher geht. Zwischen ihnen vergisst man sich manchmal, wenn man sich aufregt über das, was jemand anderes gesagt hat, und dann tut man sich wehren. Aber es bringt eigentlich nichts. Gelassenheit ist immer gut. Mir ist es eigentlich lieber, wenn es nicht zu ruhig ist. Ich habe ihn gerne, wenn es lebendig ist, wenn es auch mal emotional ist, wenn es auch mal laut ist. Aber immer noch im Rahmen des Respekts und so, dass es dann auch wieder einmal eine Auflösung gibt. Aber mir gefällt es eigentlich, wenn ein bisschen Pfupf, Energie und Emotion in einer Debatte ist. Wenn Sie jetzt irgendein Argument von jemand anderem nicht akzeptieren und das bis zum Schluss der Sendung nicht haben können sagen, gehen Sie nachher unglücklich ins Bett, oder? Nein, ich gehe nicht unglücklich ins Bett. Ich bin einfach traurig, dass ich es nicht sagen konnte. Weil die Leute das Gefühl haben, wir dürfen das so akzeptieren, wie es gesagt ist. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit von diesen Sendungen. Wie ist das denn für Sie, Ihre Diskussion, wenn jemand Ihre Meinung falsch findet? Dann höre ich dem zu und dann versuche ich ihn zu überzeugen, warum was jetzt eben meine Meinung richtig ist. Aber dann bin ich nicht laut. Das bringt dann gar nichts. Das ist dann wirklich wahrscheinlich fehl am Platz. In den so Sendungen
geht es ja oft auch darum, wer am meisten Redezeit hat. Warum ist das so wichtig? Ja, weil wir natürlich alle möchten unsere Argumente auf den Punkt bringen. Wir möchten zeigen, warum dass man etwas gut findet oder nicht. Und da hat man das Gefühl, je mehr Zeit das man hat, desto besser kann man das machen. Aber eigentlich ist es wichtig, dass man kurz und bündig sagt, was man gut findet und was nicht. Für ein Erinnerungsfoto mit dem Simon können dann doch alle wieder lachen. Ganz gleich von welcher Partei. Ja, und lachen werden sicher auch die Siegerinnen und Sieger nach diesen Wahlen. Wer gleich im Bundeshaus zu Bern darf mitdiskutieren, das wissen wir dann in 3 Wochen. Wie die Wahlen genau ablaufen, das erfährst du jetzt. Die Menschen in der Schweiz leben in einer Demokratie. Das heißt, sie können ihre Meinung frei sagen. Und sie können in Wahlen entscheiden, wer im Staat bestimmen darf. Die wichtigste Wahl in der Schweiz ist die Parlamentswahl. Alle 4 Jahre wird das Parlament neu gewählt. Das Parlament besteht aus 2 Kammern. Die eine Kammer ist der Nationalrat. Der Nationalrat vertritt die Schweizer Bevölkerung und hat 200 Mitglieder. Je mehr Einwohner ein Kanton hat, desto mehr Personen aus diesem Kanton sind im Nationalrat dabei. Die andere Kammer ist der Ständerat. Der Ständerat vertritt die Kantone und hat 46 Mitglieder. Jeder Kanton wählt 2 Mitglieder in den Ständerat, egal wie viele Einwohner er hat. Die 6 Halbkantone wählen jeweils nur 1 Mitglied. Der Nationalrat und der Ständerat bilden zusammen die Vereinigte Bundesversammlung. So wird das Parlament offiziell genannt. Das Parlament macht unter anderem Gesetze, die für das ganze Land gelten. Es bestimmt auch, wo und wofür Geld ausgegeben werden soll. Außerdem wählt es den Bundesrat. Das ist die Regierung der Schweiz. Das Parlament und die Regierung haben ihren Sitz im Bundeshaus in Bern. Die meisten Politikerinnen und Politiker im Parlament sind Mitglied in einer Partei. Das ist eine Gruppe, in der die Politikerinnen und Politiker eine ähnliche Meinung haben. Aber man kann auch ohne Partei im Parlament mitmachen, wenn man einen Schweizer Pass hat und mindestens 18 Jahre alt ist. Auch wählen dürfen Bürgerinnen und Bürger der Schweiz ab 18 Jahren. Wählen kann man aber nur die Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Kanton, in dem man wohnt. In den Wochen vor den Wahlen versuchen die Politikerinnen und Politiker, die Menschen davon zu überzeugen, sie zu wählen. Denn je mehr Mitglieder eine Partei im National- oder Ständerat hat, desto mehr kann sie mitbestimmen und entscheiden. Jetzt weisst du, wieso das Politikerinnen und Politiker gerade so viel Werbung für sich und ihre Partei machen. Und du weisst sicher auch die Antwort von unserem Quiz. Richtig ist Antwort B. Im Nationalrat sind 200 Politikerinnen und Politiker. Im Ständerat hat es 46. Übrigens, auf unserer Webseite findest du noch mehr Quizfragen. Die kannst du ja nach dieser Sendung mit deinen Gespännchen ausfüllen. Zusammen wissen wir sicher ganz viel. Einmal im Monat besuchen wir eine Schulklasse und wir machen mit ihnen einen Beitrag für die SRF Kids News. Die Klasse hat sich gefragt, wie so eine Wahl ablaufen kann. Die Kinder haben 2 Kandidierende und 2 Parteien frei erfunden. Die Wahl selber kommt aber schon richtig professionell daher. Hoi, wir sind die 5. und die 6. Klasse aus dem Schulhaus Kalmatten. Das ist in Hünenberg im Kanton Zug. Wir haben in unserer Klasse einen kleinen Wahlkampf geführt. Wir haben diskutiert, ob wir in der Schweiz den ÖV erweitern sollen oder nicht. Und jetzt? Let's go! Für einen richtigen Wahlkampf braucht es als allererstes natürlich einmal eine Politikerin und einen Politiker. Ich bin Lennart Baum und ich setze mich dafür ein, dass der ÖV und die Umwelt gefördert werden. Ich bin Valeria Bünzli und ich bin dafür, dass es nicht nur mehr ÖV braucht. 2 Kandidierende und 2 völlig unterschiedliche Meinungen. Aber wer von ihnen gewinnt die Wahl? Um möglichst viele Stimmen zu bekommen, werden die beiden von 2 Wahlkampfteams unterstützt. Die helfen zum Beispiel beim Fotoshooting. Oder gestalten das Wahlplakat.
wenn dann das Quadrat blau ist, ist dann komisch. Darum müssen wir einen weißen Hintergrund. Ich habe mir überlegt, dass wir bei einem echten Wahlplakat ein Slogan drauf hat, den Namen und das Bild für die Person und oben kommt bei uns noch das Logo hin. Am Schluss werden die Plakate gross aufgehängt und dann ist alles parat für die Wahl. Ich bin Lars Bodenbauer und ich grüße Sie zu unserer Wahl, zu meiner Linken, Valeria Bünzli von der VP. Zu meiner Rechten, Lennart Baum von der SKP. Ihr habt nun die letzte Chance, euren Wähler und Wählerinnen eure Meinungen zu sagen. Wenn ich gewählt werde, setze ich mich dafür ein, dass es mehr ÖV gibt. Denn Bus, Tram und Züge verbrauchen viel weniger Abgase als ein Haufen von Autos. Und so können wir das Klima schützen. Sie, Frau Bünzli, haben, glaube ich, eine andere Meinung. Also wenn ihr mich wählt, dann setze ich mich dafür ein, dass es nicht ausgebaut wird, weil die Schweiz gehört zu den Ländern, die am meisten ÖV-Netz hat und es ist sehr teuer und das Geld kann man besser gebrauchen. Dankeschön. Nun werden die Wahlzettel verteilt. Jetzt gilt's ernst. Wer von den beiden Kandidierenden kommt echt mehr Stimmen über? Die Wahlhelferin Elena zählt Stimmen aus und übergibt das Kuvert mit dem Wahlresultat am Moderator Lars. Okay. Gewonnen hat Valeria Bünzli mit 9 zu 5 Stimmen. Dankeschön. Das war's von uns. Jetzt habt ihr gesehen, wie wir wählen würden. Wir hoffen, ihr versteht die Wahlen jetzt ein bisschen besser. Tschüss! Dass du unsere Sendung geschaut hast, das finde ich auf jeden Fall ganz eine gute Wahl. Und dass du uns nächste Woche nicht verpasst, abonnierst du uns am besten. Mach's gut und tschüss!